Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Money in the Bank Pay-Per-View auf JCM Sports. Mit dabei ist auch Max. Moin. Und wir haben den Opener. Singles mit Manager. Dean Ambrose hat an der Seite... Roman Reigns, achso. Gegen Triple H. Das war ja das Ding, das war bei Superstars. Superstars. Aber ich glaube, in der dritten Woche, glaube ich, war es, ne? Ja, ja. Wo? Nee, das war die Woche. Zweite Woche. Echt? Danach hat auch Storm. Nee, das war dritte. Das war bei SmackDown. Also, egal. SmackDown Main Event dritte Woche. Da hat Dean Ambrose Triple H angegriffen vor seinem Match mit seinem Technikpartner Stone Cold. Daraufhin hat Triple H das Match auch verloren, wie Dean Ambrose da gelacht hat. Und jetzt treffen die beiden in einem Singles Match aufeinander. Stone Cold ist nicht an Triple H Seite. Die haben so ein bisschen Beef. Ein paar Problemchen gehabt nach dem Match. Und deswegen muss Triple H jetzt hier auf sich allein gestellt sein. Aber eben Dean Ambrose hat seinen Kollegen Roman Reigns dabei. Ich spuck da. Nee, ich spuck kommt da später. The Monster Moment. Oh, der hat sogar Bow Down to the King. Bow down to the King of Kings. The gun on the rim. The gun on the rim. Ich finde die Arena voll geil von Money in the Bank. Wo ist Ambrose dahinter? Der Ambrose und Reigns. Gleich spuckt er. Jetzt kommt's. Und. Achtung, Achtung, Achtung. Komm, Triple. Mach ein bisschen schneller. Bisschen mehr Jüngster, aber trotzdem. Ich find den lustig. Ich nicht. Ich schon. Ah, ich muss wieder machen, nicht? So, let's go. Triple H gegen Dean Ambrose. Ist dein Roster... Ah, nee. Mein Roster, dein Roster gemischt? Ja! Unser Roster. Match der Marken. Kommt am Ende. Das kommt am Ende, ja. Wir sehen jetzt Triple H in Kontrolle über Dean Ambrose. Jetzt aber Dean Ambrose wieder mit Headlock. Headlock. Ich sitze am Handy. Beim zweiten Match bist du, glaube ich, mehr am Start dann, nicht? Da bist du doch emotional mit drin. Das interessiert mich gar nicht. Weil ja auch was passieren könnte nach dem Match. Ja, dann ja, dann bin ich auch hyped. Dann bin ich auch hyped. Jetzt hier wieder Ambrose, die beiden im Chain Wrestling hier. Weil das zweite Match hat es in sich, definitiv. Das zweite wird geil, vor allem das kommt noch in dieser Folge. Ja, 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 anschließend direkt. Ja. Und direkt auf dieses Match klicken. Mhm. Danach nicht mehr. Weil da müssen wir so ein bisschen was einstellen. Ja. Ambrose mit dem Kick. Aber wir haben tatsächlich bei diesem Pay-Per-View keine Probleme bisher gehabt mit dem Einstellen der Matches. Es ist alles gleich geblieben. Bisher. Oh, jetzt Ambrose, Triple H. Schläge gegen Ambrose Kopf. Und gleich nochmal. Die Frage ist, greift hier Roman Reigns vielleicht ein? Sieht nicht so wirklich glücklich da draußen aus. Jetzt Triple H mit dem Whip-In. Und das wird ein... Boah, was für ein Knee. Ein Knee to the face von Triple H. This is awesome. Und jetzt Triple H mit dem dominierenden Party in diesem Match. Was hat er jetzt vor? DDT? Nein, Dean Ambrose mit dem Facebuster kann er kontern. Aber Triple H steht direkt wieder auf. Und DDT, diesmal geht er durch. Roman Reigns scheint gar nicht glücklich darüber, seinen Tag Team Partner zu sein, wie schlecht der Junge da ist. Und jetzt Dean Ambrose. Was wird das? Ein Suplex. Und jetzt zieht er auch komplett durch.
Jetzt aktuell der Vorteil für den Mann von The Shield, jetzt der Reverse Suplex. Und Ambrose. Jetzt mit einem Tritt und noch einem Tritt gegen Triple H. Da ist The Game wieder aufgestanden mit dem Back Suplex. Ich vermute jetzt die ganze Zeit draußen, ey. Cover nach dem Back Suplex. Nicht mal bis eins. Triple H. Spinebuster! Jetzt kommt gleich das gleiche wie bei mir. Das ist sehr peinlich. Oh, er verkauft Hundefutter. Moment. Und das Ding ist durch, oder? Die Rache von... Oh nein, doch nicht. Roman. Die One, Rache. Two, three, das war's! Das ist die Rache von Triple Eight. An Dean Ambrose. Dieser Backstreet als Ambrose einfach bei null rausgekommen. Ich hab das Match nur das Ende gesehen. War eigentlich Ambrose besser oder eher? Am Anfang Triple H, dann in der Mitte Ambrose und dann kam H zurück. Also Standard WWE-Match. Ja. His name and his face. Er macht die ganze Aufnahme damit kaputt. Ich mag das Lied einfach krass. Was magst du krass? Das Lied. Und Triple H lässt sich von der Zuschauer feiern. Das Lied ist anscheinend abgerückt. Und am Ring. Ich bin einfach verpisst. Das Playkind da, oh. Da war noch ein kleines Kind rechts daneben. Oh, süß. Und ich wollte gerade sagen, Daniel Bryan hat gewonnen. Triple H. Hat er doch auch. Besiegt hier Dean Ambrose und rächt sich für das Eingreifen. Allerdings kann das nicht wieder gut machen. Vielleicht hätte er damals das Match gegen Stone Cold gewonnen und wäre Money in the Bank gewesen. Ja, und wegen Geld. Kann man aber nicht wissen. Oh, Money in the Bank. Und das nächste Match ist ein Qualifier noch, nicht? Ja, ja. Der letzte Spot im Money in the Bank Ladder Match wird es zur Verfügung gestellt. Und ein Special Interest. Ja, da ist er. Ach so, was man sagen muss. Ihr seht die Namen, ihr kennt alle Namen, außer vielleicht William Regal, aber... Der Ultimate Warrior Over Top Rope ist der Hardcore Champion. Ja, wer auch immer Warrior rausschmeißt, ist Hardcore Champion. Außer Warrior gewinnt. Okay. Da, Two-Time dann? Ja, bei uns zumindest. Punk, Two-Time. Alles außer Regal, bitte. Und der macht direkt was im Stack Warrior schmeißen über das Top Rope. Oh, nee, Regal als Hardcore. Wir mögen die beide, glaube ich, nicht so. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn. Ich ziehe andere Wrestler ihm vor. Und hier kommt The Big Red Machine, der ehemalige Hardcore Champion. Ich kann das nicht. Gain! In diesem Match werden zwei Fragen gestellt. Wer ist neuer Hardcore Champion und wer kommt jetzt Money in the Bank Ladder Match? Oh, da kommt der Champion! Und der World Heavyweight Champion könnte jetzt Money in the Bank Ladder Match einziehen. Wenn er sich den Koffer holt, kann er nur um einen Titel eincashen, das ist der WWE-Titel. Er könnte Double World Champion werden. Dafür muss er aber erstmal die Battle Royale und das Ladder Match am gleichen Abend gewinnen. Boah, stimmt. Das wäre ein richtig kranker. Ja, der Battle Royale ist ja angeschlagen dann. Ja. Er hat zwar relativ viel Pause, aber trotzdem. Und hier ist natürlich der Mann, der schon lange kein Match mehr wirklich hatte. Wirklich. Ist anscheinend back. Muss seinen Titel nicht verteidigen, aber er könnte, stell dir das vor, er wird Hardcore Champion, gewinnt das Battle Royale, gewinnt das Money in the Bank Ladder Match, cash den Koffer ein, hat drei Titel. Das ist geil. Mach weiter, nächsten. Das wäre eine Story. Kann man vielleicht irgendwann machen. Was geht denn da nach unten? Ist das Kacke? Das hier? Ja. Der ist bestimmt geschissen. Und hier kommt Rey Mysterio da. Machst du überhaupt drauf das Becken? Ja. Einmal im Monat? Ja. Na und? Und das hier einmal in der Woche? Nein. Bei so einem großen Becken eigentlich nicht. Bei kleinen Becken musst du häufig sauber machen. So. Und hier kommt... Ja, das war bei Payback auch schon mit dem Krankenwagen. Rey Mysterio, der Mann, der gegen Shawn Michaels das Quali-Match damals verloren hatte, hat seine zweite Chance.
Warum? Was gibt es dir denn nicht zu sagen? Ja, ich will, nur so ein bisschen immer die Geschichte erzählen, warum die dabei sind. Ja. Bei manchen gibt es keine Geschichte. Bei Punk schon. Bei Punk wäre es geil. Und hier kommt der Mann, der auch schon lange nicht mehr eingesetzt wurde, von der Black Show, Mark Henry. Seitdem die Titelmatch verloren haben, sind sie nicht mehr wirklich eingesetzt. Ein worden. Match, glaube ich, hatten sie danach. Ein oder zwei was Matches. Sie verloren haben. Ja. Es könnte meinen, dass es gewinnen wird. Nee. Wie ist das gehört? Der kommt rein, ich bin wieder mad. Ja, aber wirklich direkt. Da ist halt den Titel. Mach den weg. Ja, ist der Mad. Warrior. Ich kann nicht A drücken. Der Hardcore. Jetzt kommt der nächste. Aber Real Murray ist, glaube ich, der auf der letzten Zeit reinkommt. Aus England. William. Die haben wir einfach so reingemacht. Einfach so Spaß. Das Match geht los. Achso. Wer wird's gewinnen? Was ist deine Meinung? Punk! Punk gegen die Warrior? Ah, der Warrior befreit sie nochmal. Wir haben Mark Henry gegen Rey Mysterio. Jetzt der Warrior mit Punk! Ah ne, ich dachte schon. Big Boot von Warrior. William Regal hat hier Mark Henry übers Top Rope geworfen. Fliegt Henry vielleicht sogar raus? Nein, bisher noch nicht. Kane gegen Rey Mysterio. Was bist du bei dem? Oh, Alter! Da wäre er fast übers Top Rope geflogen. Der arme Rey Mysterio. Oh, Mark Henry jetzt wieder draußen in Bredouille. Gegen William Regal. Aber wieder befreit. Also jetzt immer noch der Warrior gegen CM Punk. Rey Mysterio. Oh. Jetzt Ray gegen Regal. Punk nimmt den Warrior. Doch nicht. Oh, was ein Kick. Und Ray ist raus. Ray ist raus. Ray Mysterio ist rausgeschmissen. Er hat seine Chance wieder nicht genutzt. Der erste. Guck mal da. Oh nein. Regal und Henry Kane. Weg. Nee. Nein. Henry befreit sich. Der Warrior. Nein. Nein. Der Warrior. Nein. Der Warrior. Nein. Bitte Punk. Punk. Der Warrior. Bitte Punk. Punk. Ja. Punk! Jetzt auf ihn drauf! Oh, oder nicht? Dann nimmt ihn mal Kenry. Oh. Hey, ja! Nein! Oh, Alter, Mark Henry ist der, glaube ich, dominante bisher Part. Oh, William Regal! Oh! Und da hinten, guck mal! Crossroads von CM Punk! Splash von Mark Henry! Man kann nicht so. Ja, Mark Henry hat den Move gemacht! Komm, Punk! Nein! Whippin! Oh. Oh, Kane nimmt jetzt den Warrior. Nein, Kane, kein Two-Time. Oh, der Warrior. Was geht hier ab, Alter? Oh, Mark Henry wieder. Oh nein, jetzt William Regal. William Regal. Ich wollte gerade sagen, William Regal ist raus. Regal ist raus. Boah, Kane. Bulldog. Boah, ey, Bulldog. Oh, der Warrior. Auf ihn drauf, ja! Komm, Kane. Der Warrior. Ist Ken 2-Time Champ? Nein. Oh, der Warrior ist noch. Short Arm Clothesline von Punk. Und Konter von Warrior gegen Kane. Jetzt geht Regal auf den Warrior. Henry auch. Der Regal. Geht auf den Warrior. Oh. Kane. Punk gegen Regal. Regal ist raus. Oh. Ah, er hält sich fest. Und der Warrior. Oh, der hält sich auch fest. Kopf Kane. Regal ist raus. Regal ist raus. Okay, nee, der Warrior bleibt drin. Regal ist raus. Regal ist raus. Wir haben noch vier Leute. Die Final Four. Punk verfehlt. Kane, Rippin, jetzt paar. Oh, Punk. Swing Neckbreaker. Alter. Oh, Mark Henry. Oh. Der Mark Warrior Kane. Geht auf Henry. Henry und der Warrior und Kane und CM Punk. Oh, was ein Schlag vom Warrior. Oh, Punk mit dem Neckbreaker. Okay, was passiert jetzt hier? Kane konnte Punk aus. Oh. Kane whip Punk raus. Boah, der Warrior auf Mark Henry. Was passiert jetzt bei Kane und Punk? Mark Henry ist der Warrior. Punk! Oh, er ist noch drin. Ich hab so Angst um Punk, ne? Und der Warrior! Oh. Alter. Boah!
interessant. Punk erstmal vom Warrior. Ach, oh, wow. In die Ecke. In die Ecke der Warriors. Und Mark Henry. Punk. Komm! Und Katie Mark Henry. Punk! Oh. Oh. Ich glaube, irgendwie der Warrior gewinnt das Ding. Oh. Was ein Nie. Henry befreit sich. Warrior. Jawbreaker! Oh. Jetzt ist Henry wieder in der Bredouille da hinten. Was passiert da, Alter? Oh, Punk! Nein! Und Kay gegen Warrior. Kay gegen. Mark Henry! Und der Warrior! Henry ist raus! Henry ist raus! Punk hat sich befreit! Beide! Boah, was denn? Kane macht einen Zwingiri! Der Warrior ist noch dabei! Die letzten drei! Warrior! Nein! Ja! Punk wäre rausgekommen einfach! Punk hat sich einfach mal so befreit! Kane! Oh! Oh Gott! Ich wollte gerade schreien, Kane ist raus! Der Warrior! Kane ist raus! Nein! Die Feinde zu! Warrior und Punk! Geiler kann's doch nicht mehr werden! Punk gegen den Warrior! Punk? Oh. Nein! Der Warrior befreit sich! Oh ja! Wieder Punk gegen den Warrior! Punk! Ja! Punk ist neuer Hardcore-Champion! Wow, und in Money in the Bank Match! Und wir wollten es auch eigentlich so. Oh, was? Nein, jetzt kommt Riley von hinten. CM Punk ist der Sieger dieser Battle Royale und ist damit im Money in the Bank Match. Und ist neuer Hardcore-Champion. Zweifacher. Letztes Mal den Titel einen Tag gehalten. Alter. Ich kann fucking nicht mehr. Ich schwitze. Wir müssen das Fenster aufmachen. Und damit sehen wir uns morgen beim nächsten Match wieder. Ja, hui. Bis dahin und tschüss. Tschüssi.